Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem YouTube-Kanal, das Jahr 2020 neigt sich jetzt dem Ende zu und auch unser Podcast Ein Thema, zwei Farben blickt jetzt zurück und ich fasse zusammen, weil es ist jetzt die letzte Ausgabe. Wer war zu Gast? Welche Themen wurden diskutiert? Daran will ich mich mit euch und Ihnen kurz erinnern, denn vielleicht hat die eine oder der andere eine Folge verpasst und nutzt jetzt die Zeit zwischen den Jahren, um sich noch einmal auf den neuesten Stand zu bringen. Zwölf Folgen in zwölf Monaten in diesem zu Ende gehenden Jahr 2020. Und die Themen reichten dabei von Mobilität über digitale Bildung und Migration hin zu Presse- und Meinungsfreiheit und der Rettung der sozialen Marktwirtschaft. Das Jahr eingeläutet haben wir mit dem Rennfahrer Jan-Erik Sloten und da ging es um Technologieoffenheit, es ging um Klimaziele und es ging um individuelle Mobilität als eine Form des Freiheitsversprechens. Wenn wir jetzt mal eine Welt denken, in der es eben fast nur E-Mobilität gibt, gibt es dann eigentlich noch Möglichkeiten oder ist das überhaupt noch ein Markt, Fahrzeug-Tuning? Also mir fehlt da die Fantasie, was man dann machen soll. Es ist ja nicht mehr mechanisch. Gut, ich denke mal, wenn das wirklich irgendwann so weit kommen sollte, oder wir nehmen das jetzt mal an, dass es so ist, dann wird es natürlich irgendwann die Möglichkeit geben, über eine Software auch eben den Elektromotor zu tunen. Tiefer legen kannst du die Dinger immer, auch wenn sie einen Elektromotor haben. Andere Felgen kannst du auch immer draufschrauben. Ja. Thema Bremsanlage etc. geht. Auch da könntest du die kompletten Innenraum leerräumen, um den leichter zu kriegen, Käfig einschweißen, um damit auf der Nordscheife zu fahren. Das sind ja alles Themen, was funktionieren würde. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was passiert mit der Emotion? Und was löst das aus beim Kunden oder bei demjenigen, der jetzt noch bereit ist, ich sag mal, 50.000 Euro für ein Auto auszugeben, weil er damit Spaß haben möchte, wenn er die Emotionen verliert, weil das Ding keine Musik mehr macht? Ja? Das längste Gespräch, das hat 85 Minuten gedauert. Das habe ich geführt mit Dennis Yücel, dem Weltjournalisten, der seinerzeit die schreckliche Erfahrung der Inhaftierung in der Türkei gemacht hat. Ich glaube, dass keine Diktatur hält so lange, wie es die Diktatoren gerne hätten. Keine Diktatur hält ewig. Das sehen wir jetzt auch in Weißrussland, wo es wackelt. Und wenn es nicht jetzt fällt, dann auch die werden stürzen. Aber ich glaube an der Frage, wie sich Europa jetzt gegenüber der Türkei verhält. Und zwar, ob man es schafft, genau diese Mischung aus trotzdem Partner bleiben, aber nicht Komplize machen. Daran wird sich entscheiden, in welche Richtung die Türkei sich in Zukunft entwickeln wird, weil dieses Regime, das Erdogan-Regime, das ist in seinem Herbst. Anders als man erwarten könnte, ging es aber eben nicht nur um die Türkei und die Meinungsfreiheit, sondern wir haben vor allen Dingen sehr viel über Innenpolitik gesprochen, über Integration, über Einwanderungsfamilien und Diskriminierungserfahrungen. Die Corona-Pandemie, die es ja bezeichnenderweise auch zum Wort des Jahres 2020 geschafft hat, hat nicht nur die öffentliche Diskussion dominiert, sondern war, ich will sagen, natürlich auch ein ganz zentrales Thema hier bei meinem Podcast. Wir hatten Wissenschaftler zu Gast, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, Betroffene, Politiker und Journalisten, mit denen wir über die Krise, über Maßnahmen und über langfristige Folgen gesprochen haben. Auch wir mussten uns diesen neuen Umgang der Kontaktbeschränkung und der Vorsicht, dem New Normal, anpassen. Und deshalb haben wir ein Drittel der Folgen telefonisch aufgenommen. Ich hatte zum Beispiel Jutta Allendinger zu Gast und mit ihr habe ich diskutiert über die Frage von Homeoffice. Und obwohl ich unverändert ein großer Freund vom Arbeiten auf Distanz und der Selbstbestimmung aller Beschäftigten bin, haben wir doch ein wenig Wasser in den Wein gegossen und haben auch die kritischen Folgen von Homeoffice-Lösungen besprochen, weil der Arbeitsplatz ja ein wichtiger Ort auch der Integration und der sozialen Begegnung ist. Das Wissen, dass Homeoffice bei Frauen zu einem Mehr an unbezahlter
Arbeit führt. Das hat ein bisschen was mit dem Schnitt zu tun, zwischen Frauen hauptsächlich in Teilzeit, Männer hauptsächlich in Vollzeit. Das ändert sich erstmal nicht, dadurch, dass sie in Homeoffice sind. Und dann haben es Frauen mehr als Männer, die dann auch eher dann einen ruhigen Schreibtisch für sich okkupieren, drauf, dann noch mehr an dieser unbezahlten Arbeit zu machen, sodass ich ja da sehr gewarnt habe vor etwas, was ich als eine Verheimlichung der Frauen kennzeichnen würde, nämlich dass Frauen nicht sichtbar zu Hause sind und jetzt in einer noch größeren Anzahl zu Hause sind. Und all jenen, die mir dann sagen, ja, das ist doch für Frauen eine riesige Chance, nüchtern entgegnen muss, dass ich nicht glaube, dass eine Frau im Homeoffice irgendwie in Führungspositionen kommen kann und dass irgendwo jetzt ausgerechnet durch dieses Homeoffice die Präsenzkultur, die notwendig ist, um in Führungspositionen zu kommen, abgebaut wird. Einig waren wir uns indessen darin, dass das lebensbegleitende Lernen gerade in Deutschland stärker gefördert und honoriert werden muss. Mit meinem Vorsitzenden Kollegen von der SPD, Norbert Walter-Borjans, habe ich im Sommer gesprochen über das damalige Konjunkturpaket der Großen Koalition. Konjunkturpaket haben Sie schon genannt. 130 Milliarden Euro hat die Große Koalition beschlossen. Sind einige gute Dinge drin. Wasserstoff, eher könnte es noch mehr sein als weniger, finde ich prima. Bildung, guter Punkt Gesetz, könnte eher noch mehr sein als zu wenig. Aber ist ja typisch, Opposition sagt gut, aber im Zweifel zu wenig, üblich. Ne? Fand es jedenfalls bemerkenswert, wie Opposition damit umgegangen ist. Also, dass man einerseits merkte, klar sucht man nach einem Haar in der Suppe, klar gibt es auch immer ein Haar in der Suppe und B, gibt es aber auch Suppe. Und es gibt insofern, auch Suppe, ja, es gibt also insofern, auch Suppe. Heute Ende des Jahres wissen wir mehr. Die Große Koalition will auch 2021 in der Pandemie und teilweise im Windschatten nur der Pandemie 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Jetzt im Dezember haben wir Haushaltsanträge ins Parlament eingebracht, mit denen wir nicht nur die Schulden der Großen Koalition, die sie im nächsten Jahr neu aufnehmen will, um die Hälfte reduzieren würden. Nein, wir könnten zugleich noch erhebliche Entlastungen für die Mitte der Gesellschaft, für Bürgerinnen und Bürger und Betriebe organisieren, als wichtige Investition in die Gesundung der Wirtschaft, den Erhalt von Arbeitsplätzen, zusätzliches Wachstum und Zukunftsinvestitionen. Zuletzt sprach ich mit dem Daimler-Chef Ola Källenius nicht nur über die Folgen der Pandemie für den Automobilmarkt, sondern auch über den Freihandel, das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und China und wiederum die Zukunft der Mobilität und die Frage, was wir tun müssen, damit das Auto der Zukunft bald auf deutschen Straßen fährt. Also, der Podcast war so vielfältig, wie die Themen waren, mit denen wir uns als Fraktion der Freien Demokraten in diesem Jahr beschäftigt haben. Nächstes Jahr 2021, die Zeit rast, geht dieses Format schon in sein viertes Jahr. Dann werden wir die ganze Legislaturperiode genutzt haben, um über die tagesaktuelle Fraktionsarbeit hinaus mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft direkt ins Gespräch zu kommen. Mir ist das enorm wichtig und mir ist nicht nur wichtig, welche Meinungen meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben, sondern auch Ihre und eure Meinung ist mir sehr wichtig. Wer also Feedback geben will, wer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für das nächste Jahr vorschlagen möchte, der möge sich doch bitte unmittelbar an mich wenden. Sendet mir euer Feedback. Wen oder was, worüber würdet ihr gerne hören? Einfach eine Mail schreiben an social@fdpbt.de oder an christian.lindner@bundestag.de. Ich wünsche jetzt Ihnen und euch noch eine schöne Weihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Start in das neue Jahr 2021, das hoffentlich in vielerlei Hinsicht ein einfacheres, ein besseres Jahr sein wird als das Jahr 2020. Bitte seien Sie, bitte seid ihr vorsichtig an den Weihnachtstagen, an der Zeit zwischen den Jahren, in der Zeit zwischen den Jahren und insbesondere auch an Silvester. Jetzt ist die Zeit vielleicht für Begegnungen in der Familie oder mit engen Freunden, aber nicht die Zeit für ausgelassene Partys. Das holen wir später nach. Alles Gute.